Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic. So, wir nehmen Karf wieder mit nach draußen. Das ist auch besser so, als wir das letzte Mal aus der Tür sind, sind wir direkt in eine Razzia reingestolpert. Und fast von den Sith verhaftet worden dann doch. So, hier stehen ein paar Leute rum. Wisst ihr was, wir haben so viel gequatscht in letzter Zeit. Ich versuche jetzt mal ein bisschen voranzukommen und ignoriere mal alles andere. Aber dann werden wir doch angequatscht. Tja, ich treffe ja nicht gerade viel von eurer Rasse. Die meisten Einwohner in diesem alten Gebäude sind illegale Aliens. Ach, übrigens, mein Name ist Lyran. Ja, wir sind ja auch irgendwie illegal. Tja, freut mich, euch kennenzulernen, Lyran. Mein Name ist Ben Stormrider. Es geht mich zwar nichts an, aber ihr seht aus, als könntet ihr einen dieser neuen Energieschilde betochen. Die Dinger sind der letzte Schrei. Absolut Hightech. Was ist denn so toll an diesen Energieschilden? Ja, wenn ihr aktiviert, absorbiert sein transparentes Partikelgewebe Blasterschüsse. Das ist wirklich praktisch. Angeblich schützt der Schild sogar vor Laserschwertern. Das ist tatsächlich praktisch. Natürlich sind die Schilde noch nicht ausgereift und halten nicht ewig. Einem Ionenblaster haben die Standardschilde also nicht viel entgegenzusetzen. Gut zu wissen, jetzt ist man auch wie beim Schildknopf. Und ich weiß aus Erfahrung, dass sie gegen eine simple Vibroklinge nichts ausrichten. Nur deshalb hat die Republik ihren Soldaten eine Nahkampfausbildung spendiert. Ah, okay. Tja, und woher kommt diese Technologie? Angeblich verwenden die Ichani solche Schilde. Ich hatte allerdings noch nie einen gesehen, bis die Sith hier aufgetaucht sind. Keine Ahnung, woher sie die Technologie haben. Wie peinlich, dass wir das nicht wissen. Wir sind ja nicht Ahni. Die Schilde sind zu teuer, um die ganze Armee damit auszurüsten. Aber ein kleiner Kampftrupp könnte damit ein ganzes Bataillon Soldaten mit konventionellen Blastern ausschalten. Am Anfang des Krieges war die Sith dank ihrer Schilde klar im Vorteil. Es hat allerdings nicht lange gedauert, bis die Republik ähnliche Schilde entwickelt hat. Also die sind aus der Ichani-Kultur, ne? Ichani sind lieber Nahkämpfer, dann macht es Sinn, dass sie das entwickeln. Und dann kommen die bis an den Gegner ran und können dann zuhauen. So. Jetzt arbeiten beide Seiten fieberhaft an Waffen, die Schilde durchschlagen. Aber bis die fertig sind, werden die Schlachten weiterhin im Nahkampf entschieden. Tja, sonst noch was? Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wirklich. Abgesehen davon, dass ich einen Schild hier habe. Er ist nicht billig, aber er könnte euch eines Tages das Leben retten. Ihr wollt sehen, was ich auf Lager habe? Ich weiß, mein Kiosk sieht ziemlich schäbig aus, aber meine Preise sind vernünftig und die Ware ist einwandfrei. Tja, ja schon, aber... warum habt ihr euch denn gerade hier niedergelassen? Ich betreibe ein kleines Geschäft hier in diesem alten Haus und verkaufe Grundnahrungsmittel an die illegalen Aliens. Ich traue mich immer nicht weiterzuklicken, wenn ich sowas fertig gelesen habe, weil es kann sein, dass ich dann aus Versehen den nächsten Dialog überspringe. Tja, illegale Aliens, ist ja interessant. Die Gesetze verbieten den meisten Aliens, sich in der Oberstadt aufzuhalten. Nur einige Twi'leks wie ich werden hier oben geduldet, aber im Prinzip sind die Menschen hier unter sich. Aber kein Mensch aus der Oberstadt würde freiwillig in diese Bruchbude ziehen. Also hat der Eigentümer die Apartments illegal an Aliens vermietet.
King, Katatonobra. Bogra wala no tumbacha. Nechi chuna chubaching, Lorda Itakun. Das ist besser, als sie gar nicht zu vermieten. Sonst würden sich in den Wohnungen am Ende noch Kriminelle einnisten. Und die bezahlen nicht mal Miete. Ach, was du nicht sagst. Interessant. Noch nie gehört. Tja, macht euch keine Sorgen, dass man euch erwischen könnte. Die Behörden haben immer ein Auge zugedrückt. Wegen ein paar illegaler Aliens machen die keinen Ärger. Tja, und die Sets sehen die Sache offenbar ähnlich. Ich selbst wohne nicht hier. Ich habe nur ein kleines Geschäft, das die Einwohner mit Waren versorgt. Wollt ihr sehen, was ich im Bestand habe? Ja, jetzt will ich sehen, was du zu verkaufen hast. Kein Problem. Seht euch in Ruhe. Na, mit meinen 70 Credits werde ich eh nicht viel reißen können. Das sind immer noch nicht mehr geworden. Tja, ein Militäranzug ist eine bessere Rüstung. Selbst der kostet fast doppelt so viel wie das, was wir haben. Tja. Da reißen wir nicht viel. Hier ist ein Energieschild. 154, ja. Kauf das doch selber. Nee, ihr könnt uns hier nichts leisten. Und ich wollte ja mal ein bisschen Gas geben jetzt hier. Verflixt, überall wird man aufgehalten. Da ist die Tür zur Oberstadt, da gehen wir jetzt mal raus. Also ich werde natürlich trotzdem alle möglichen Nebenquests und Gespräche mitnehmen. Werde ich einfach. Ist ja ein Rollenspiel. Und das ist auch das Schöne daran. Aber ich habe einen ganz merkwürdigen, verworrenen Plan mir geschrieben für Taris, wo ich zuerst hin muss und wo erst später. Und mit wem ich zuerst spreche und mit wem erst später. Und weil ich dem folgen will, mache ich jetzt ein paar komische Sachen. Irgendetwas scheint Karf zu belasten. Rede mit ihm. Vielleicht verrät er dir ja, was ihn bedrückt. Tja, dann machen wir das doch. Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Tja, vielleicht erzählst du uns noch was über dich? Über mich? Nun, ich war jahrelang einer der besten Piloten der Republik. Ich habe mehr als genug vom Krieg gesehen. Bevor das hier alles losging, kämpfte ich in den Mandalorianischen Kriegen. Aber trotz alledem, eine solche Schlechterei, wie diese Sith-Bestien sie hier angerichtet haben, habe ich noch nie erlebt. Nicht mal die Mandalorianer waren derart gefühllos. Meine Heimatwelt gehörte zu den ersten Planeten, die Malaks Flotte zum Opfer fielen. Die Sith bombardierten uns bis zur Aufgabe. Und die republikanischen Truppen konnten rein gar nichts dagegen unternehmen. Tja, das tut mir leid. Das muss sehr schmerzhaft für euch sein. Ich bin bloß ein Soldat. Ich gehe dorthin, wohin mich die Flottenadmirale beordern. Ich befolge meine Befehle und tue meine Pflicht. Und wenn ich das tue, darf man doch nicht behaupten, ich hätte sie im Stich gelassen. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Heißt das, Herr Synchronsprecher. Tja, Sie? Meint ihr die Leute aus eurer Heimatwelt? Ja, nein. Nein, das habe ich nicht gemeint. Es tut mir leid. Ich rede wirres Zeug, nicht wahr? Ihr habt es mit euren Fragen vielleicht nur gut gemeint. Aber ich bin es nicht gewohnt, viel über meine Vergangenheit zu erzählen. Oder besser gesagt, überhaupt etwas zu erzählen. Ich bin eher ein Mann der Tat, der sich immer nur auf das nächste Ziel konzentriert. Das sollten wir jetzt auch tun. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie bitte später. Jawohl. Einverstanden. Ich wollte ja auch woanders hin. Damit man wen anders zuplappern kannst und nicht nur immer mich. Was haben wir denn hier? Equipment Emporium. Keblas Laden. Oh, ein Ladendruide. Dieser Druide sieht mit seinen zugewiesenen Pflichten beschäftigt aus und kann nicht die Schrift eingeblendet lassen, bis ich zu Ende gelesen habe. Naja. Seid gegrüßt. Ich habe euch hier noch nicht gesehen. Erlaubt mir also, mich vorzustellen.
Ich heiße Kebler Jurt. Willkommen im Equipment Emporium. Ihr wollt euch ein paar Vorräte kaufen. Mein Geschäft gehört zu den größten in der Oberstadt Taris. Die beste Auswahl des Planeten. Was ihr auch braucht, wir führen es. Naja, das meiste zumindest. Bitte? Was meint ihr damit? Die Sith haben meine schweren Waffen konfisziert und meine Schiffe und Swoop-Bikes gleich dazu. Aber meine Auswahl kann sich immer noch sehen lassen. Tja, dann zeigt mal... Oder wisst ihr was? Ich will erstmal ein paar Fragen stellen. Ich werde alles tun, was einem potenziellen Kunden weiterhilft. Was wollt ihr wissen? Was wisst ihr über die Rettungskapseln, die auf Taris abgestürzt sind? Ich weiß, dass in den Slums ein paar Kapseln runtergekommen sein sollen. Die Sith werden die Absturzstellen bereits abgegrast haben, wenn ihnen nicht die Swoop-Bande oder Daviks-Leute zuvorgekommen sind. Puh, Swoop-Banden? Na, also wir sammeln jetzt Hinweise auf Bastidas Fundort. Zu diesen Swoop-Banden fällt mir wirklich nichts mehr ein. Schwirren mit ihren Swoop-Bikes durch die Gegend und terrorisieren die Unterstadt wie eine Horde Tiere. Das war alles halb so schlimm, als noch die geheimen Beg die Szene beherrschten. Aber seit dem Aufstieg der schwarzen Vulkar ist die Unterstadt eine einzige Kriegszone. Die Sith haben sich gar nicht erst die Mühe gemacht, da unten für Ordnung zu sorgen. Mittlerweile gibt es Gerüchte, wonach auch Daviks Leute Probleme mit den schwarzen Vulkar haben sollen. Und was wisst ihr über Davik? Wer ist das denn? Davik ist ein ehrenwerter Geschäftsmann, wenn ihr versteht, was ich meine. Schmuggel, Sklavenhandel, Erpressung. Man sagt, er sei Mitglied der Tauschhändler. Das ist die große intergalaktische Verbrecherorganisation. Von den Tauschhändlern habe ich schon gehört. Ganz üble Burschen. Aber wenn jemand Schiffe hat, die Blockade durchbrechen können, dann sie. Ich zahle ihm eine monatliche Schutzgebühr, aber das geht in Ordnung. Und ich beziehe den größten Teil meiner Ware über Davik und dessen Lieferanten. Ich bin allerdings so clever, nicht nach der Herkunft zu fragen. Tja. Arbeitet Davik mit den Sith zusammen? Davik hasst die Sith wie alle andere auch. Die Blockade hat auch seinen Operationen großen Schaden zugefügt. Aber er hält sich zurück, solange die Besatzung anhält. Davik hält sich bedeckt und die Sith lassen ihn in Ruhe. Die Swoop-Banden könnten von diesem Kompromiss einiges lernen, anstatt sich gegenseitig das Leben schwer zu machen. Über die Swoop-Banden habe ich ja schon gefragt. Was denken Sie denn über die Sith? Es wäre unklug, abfällig über jene zu sprechen, die an der Macht sind. Ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Ich wünsche mir nur, dass die Blockade gelockert werden möge. So etwas ist Gift fürs Geschäft. Ich will nicht sagen, dass ich sie hier in der Oberstadt willkommen heiße. Aber es könnte schlimmer sein. Und wir sind immer noch besser dran als die Unterstadt mit den Swoop-Banden und all dem. Ja, gut. Vielleicht mal was Allgemeines über den Planeten? Oh, ihr gehört zu diesen Außenweltlern, nicht wahr? Einen kleinen geschäftlichen Abstecher nach Taris und schon hängt ihr wegen der Blockade hier fest, ja? Bestimmt fühlt ihr euch unwohl, so gefangen in einer fremden Welt und all das. Aber Taris ist gar nicht so übel, solange ihr in der Oberstadt bleibt. Geht nur den Sith aus dem Weg und haltet euch von der Unterstadt fern. Die Swoop-Banden sind völlig außer Kontrolle geraten. Selbst Daviks Leute haben da unten ihre Schwierigkeiten. Ja, gut, dann gehe ich mal. Dann noch einen schönen Tag. Und vergesst nicht, bei mir vorbeizuschauen, wenn ihr neue Vorräte braucht. Ja, gut. Also es gibt Swoop-Banden in der Unterstadt, aber Bastidas Kapsel scheint genau dort gelandet zu sein. Und deshalb müssen wir da wohl oder übel hin. Nur gerade gucken, ob ich die Kisten hier nehmen kann. So, wenn wir schon mal hier sind, will ich jetzt doch nochmal in ihr Inventar gucken. Da müssten nämlich tolle Sachen drin liegen. Willkommen im Equipment Emporium. Die feinste Auswahl von Versorgungsgütern in ganz Taris. Wollt ihr einen Blick auf meine Bestände werfen? Aber mit Vergnügen. Nur zur Information, alle Preise sind Endpreise. Kein Feilschen. Wir sind ja hier nicht auf dem Bazar. Ich führe nur absolute Top-Produkte. Na, schöner Gut. So, schwerer Bonadan-Kampfanzug habe ich mir früher gerne mal gekauft, weil er so schön rot ist. Und ich lese mal gerade den Text dazu. Bonadan ist eine aufstrebende Industrienation, also wahrscheinlich ein Planet, die ihre Forschungsflüge in entfernte Teile der Galaxis über Waffen- und Rüstungsexporte finanziert.
Die Bonadana selbst bevorzugen schwere Spezialpanzer. Seht ihr, und das habe ich gemeint, solche Sachen erzählen echt eine Hintergrundgeschichte. Jetzt wissen wir, jetzt haben wir zumindest schon mal gehört, was die Bonadana so machen. Ja. Dann haben wir hier eine Ichani-Ritualklinge. Auch gerne gekauft immer. Müsste ich eigentlich mal holen, aber kostet 280 Credits und wir haben immer noch nur 70. Ichani-Feuertänzer führen diese Doppelklinge so würdevoll, dass jeder Schwertstreich eher an einen Tanz als an einen Kampf erinnert. Das sind Ichani. Und über solche Items bekommt man hier eben auch über die Ichani ganz viel Hintergrundgeschichte. Guckt mal, was wir hier haben. Das ist wieder was aus einem Mod. Und bei euch, unter euch sind bestimmt viele, die mal Jedi Knight gespielt haben. Mir egal, ob Teil 1, 2 oder 3. Das ist der Blaster von Kyle Katarn. Die Briar Gun. Das würde sonst hier stehen. Macht sau viel Damage, wie ihr seht. Aber 1000 Credits! Oh Mann, Leute. Holen wir uns wahrscheinlich erst kurz bevor wir hier fertig sind mit allem. Wenn wir alles Mögliche geplündert haben und dann verkaufen wir ganz viel Ausrüstung, damit wir uns die leisten können. Gibt's auch nochmal als Gewehr. Weil, warum nicht? Und das Cis-Präzisionsgewehr. 1500, das ist ja noch schlimmer. Das ist auch wieder so eine Mass-Effect-Gun. Ne, die, ich glaube, N7 heißt die in der Mod-Beschreibung. Und das Blastergewehr, das haben wir ja schon. Auch eine schöne Mass-Effect-Knarre. Für 300 Credits. Und auch die können wir uns nicht leisten. Mann, wir sind total abgebrannt. Plasma-Detektor. Zünder ist überaus kompliziert. Nur ein Experte kann die verwenden und aktivieren. Permakret-Detonator. Ach so. Nee, brauchen wir noch nicht. Ich kaufe erstmal gar nichts. Wir haben sowieso kaum was. Wir können uns gar nichts leisten. Ich druck nochmal die Messerchen hier an. Und, na, jetzt guckt er die Messerchen. Nein, ist ja egal. Auf jeden Fall, die Folge ist schon wieder rum. Wir sehen uns bald wieder beim nächsten Mal. Tschüss, euer Ben Stormrider.